Moin Leute und herzlich willkommen zu was? Ja, macht mal einmal ganz kurz Pause und dann geht die Alte auf die Toilette und frisst da ihr Sandwich. Oh, die ist so durch, die Alte. Meine Güte, was macht die denn, ey? Ah, ohne Spaß, ey. So, gehen wir mal lieber wieder hier rüber. Also, der gute Michael ist noch schön am Trainieren, fleißig, fleißig. So, ihn wollten wir ja zwischendurch nochmal aufwecken, Gustav, damit er hier nicht bis abends pennt und dann gar nicht mehr müde ist. Deswegen, komm mal raus und dann gucken wir mal. Kampfkunst, der möchte nämlich auch nochmal trainieren. Neues Rezept kaufen, Whirlpool. Er kann ja mal die Liane hier einladen, ne? Wie wär's damit denn? Ich meine, die ist ja seine Chefin. Und wir können auch nochmal ganz kurz schauen, Laune... Chefsache. Ja, ich würde sagen, wir laden einfach mal die Liane Landgraf ein. So. Oh. Nein, ich wollte eigentlich... Wer ist sie denn? Nancy Landgraf. Ach, Landgraf. Ah, jetzt ist er hier eh fertig. Oh nee, und jetzt haben wir hier Vollmond und Zombies, oder was? Was ist das denn für ein Zombie? Die ist ja hübsch. Das wäre doch eine was für den Gustav, oder? So, und was macht sie? Schreiben üben. Ah, das ist sehr vorbildlich. Karaoke singen, Schriftstellerkarriere einschlagen. Ein Science-Fiction-Roman. Ja, wir machen das hier jetzt mal sehr berufsorientiert. Und er liest ein Buch? Was ist denn mit ihm verkehrt? Wie aus dem Regen die Welt entstand. Na. So, sie ist hier immerhin jetzt mal wieder im gelben Bereich, nicht mehr im roten. So, sie kann hier eigentlich mal rausgehen und die Zombies mal... Nee, wegschicken, aber das geht irgendwie nicht. So. Also, das sieht ja hier alles ganz gut aus. Der Gustav... Ach, der Gustav trainiert freiwillig? Zombie-Attacke? Na, da bin ich ja mal gespannt. Dann mach mal deine Zombie-Attacke. Das war ja jetzt irgendwie nicht so der Hit, ne? Mitstreiten? Nein, 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 du trainierst schön weiter. Was macht er denn? Nur Scheiße im Kopf. Wie wär's, wenn du den Zombie mal fotografierst für deinen Blog? So, geh mal schnell hier hin. Ja, genau. Lauf. So, dann machen wir mal ein Bild von dem. So, mal ein schönes Foto. So, schön lächeln. Hallo. So, Zombies. Trick gesucht. Zombies im Garten. Hashtag Daisy. Ups. Daisy. The Last of Us. ...46 Anhänger und Paddy hat Geburtstag. Ja, Happy Birthday. So, der liegt da schön auf dem Boden. Wunderbar. Ach, guck mal, sind wir gerade noch rechtzeitig gekommen, ne? Haben wir aber Glück gehabt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die Tage sind vergangen wie im Flug und Paddy ist jetzt ein Kleinkind. Er braucht immer noch jede Menge Aufmerksamkeit, aber kann auch schon grundlegende Fähigkeiten wie Laufen, Sprechen erlernen.
Was er in diesem Alter lernt, ist sehr entscheidend für seine zukünftige Entwicklung. Na, da hat er ja genau die richtige Mutti. Guck mal, der hat sogar diesen Ansatz hier. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, ansonsten ist er ganz süß, ne? Bis auf die Haare, die sind eine echte Katastrophe. Oh nein. Das darf ja gar nicht sein. Und der hat auch Hunger. So, ich muss mal gerade, weil Lina gerade nicht da ist, muss ich das mal ganz kurz festhalten, dass sie hier ein Bild von diesem Ansatz hat. Ah, Moment, muss ich mal eben kurz hier machen, vom Monitor aus. So, schreibe ich mal ganz kurz hier. Ansatz XD. So, also, ja, Happy Birthday. So, gehen wir mal wieder in das richtige Haus. So, dann können wir nochmal ganz kurz schauen. Post nehmen. Das kann mal... Was macht der Michael eigentlich gerade? Der isst gerade. Dann kann er mal Post nehmen. Und ermüdet sein. Ich weiß gar nicht, wir können den ja nochmal hier aufs Befehlen zu bewachen. Wieso kann er denn darauf nicht trainieren? Wahrscheinlich ist da kein Platz. So, und er wünscht sich ja noch so einen offiziellen Sparring-Wettkampf. Mensch, und Gustav ist auch richtig gut unterwegs, ne, was das angeht. Ja, aber er ist jetzt hier doch schon ganz schön müde. Dann erlösen wir ihn für heute einfach mal. Kann er, nachdem er die Post geholt hat, kann er dann nochmal auf Toilette und dann kann er eigentlich schlafen gehen. Ach Mensch, und sie hat mittlerweile, obwohl sie schon lange eingezogen ist, auf seinen Liebesbrief geantwortet. Oh. So, Cindy, Level 3. Mensch, die ist ja richtig gut. Was? Wie sich gezeigt hat, kennt sich die Denkspielgemeinde in vielen Bereichen aus und Chantal Fletcher kann jetzt Herausforderungen zu einem freundschaftlichen Wettkampf aussprechen. Nein. Geschenke. Geschenke, hier gibt es keine Geschenke. So, und sie kann ja eigentlich jetzt mal gucken, sie will ja einen Science-Fiction-Roman schreiben und Schriftstellerkarriere einschlagen. Dann würde ich einfach mal sagen, schreiben. Oh. Wo geht das, wo können wir das denn machen? Na, machen wir erstmal hier unser Buch, unser logisches Denken 1 fertig, ne? Damit wir da erstmal mit fertig werden. Und danach muss ich gerade mal überlegen, wie geht denn das am besten? Jobs, Berufe, selbstständig registrieren, Schriftsteller. So, was geht hier hinten schon wieder ab? Das Kind spielt hier mit so einer Puppe, die kenne ich auch schon von den Spielen von Lina. Und man sieht auch schon die Feenflügel, oh nein. Was hat der Gobias ihr denn hier angedreht? Hat der gerade gesabbert? Oh, ich würde da nicht auf Toilette gehen. Da holst du dir sonst was weg. Blockspenden. Spenden sind immer sehr, sehr gut. So, aber auch den Kevin. Den können wir so langsam mal ins Bett schicken, ha? So. Ja, wenn er da auf Toilette gegangen ist, kann er denn hier einmal duschen. Baby machen mit. Also passt bloß auf, dass wir da nicht raufklicken. So, und die Zombie-Frau, die sollte mal aufpassen. Der Gustav, der kann mittlerweile schon ganz schön gut Kampfkunst. Nicht, dass er ihr vielleicht mal doch einen mitgibt. So, also er schläft schon mal bis morgen früh. Morgen ist ja Sonntag. Beziehungsweise jetzt ist Sonntag. Da haben wir dann ja noch eine Menge Zeit. Er ist schon am Pennen. Bis 7.30 Uhr. Das geht soweit auch in Ordnung. Sie ist noch am Schreiben.
Das kann sie dann mal so langsam unterbrechen. Dann kann sie sich eben noch mal registrieren. Vielleicht noch mal eine Kleinigkeit essen. Hier und hier und hier. So, hast dich registriert oder was? Ein paar Unterschriften leisten. Ach so. Ja gut, dann mach das mal. Gut, Geschirr spülen. So, dann haben wir eigentlich alle, ne? Was jetzt Paddy und Chantal, das liegt ja nicht in unserer. Ah, sie ist am Schlafen und er singt Schnucki was vor. Kann er eigentlich alleine ins Bett gehen? Nee, kann er nicht. Boah, anstatt den mal ins Bett zu legen, die ist super. So, Schriftsteller. Ja, möchten wir. So, Alte, und du kannst mal dein Kind ins Bett bringen. Das Sprechen beibringen. Vom Comic-Heft schwärmen, zu Quiz herausfordern. Nein, wie wär's mit ins Bett bringen? So. Ja, und danach kannst du dann wieder weiterschlafen. Pass bloß auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja, dann sind eigentlich alle soweit am Pennen. Gustav ist noch in der Dusche. Der kann dann gleich nochmal Reste essen. Und dann sich schlafen legen. So, sie futtert auch nochmal ganz kurz was. Und danach dann auch nochmal ins Bad und dann auch schlafen. Und dann war das ein aufregender Tag hier. Ja, und jetzt müssen wir natürlich mal so langsam warten. Die haben ja hier alle, sind sie jetzt irgendwie auch so, dass sie denn Geld verdienen. Das ist ja auch ganz wichtig. Boah, können wir mal das Ding hier ausmachen? So, er macht ja hier seinen Blog. Das ist noch im Aufbau. Ob das jemals irgendwie Geld bringt, weiß ich nicht. Aber bevor er gar nichts macht, kann er da so ein bisschen sich mit beschäftigen. Ja, sie macht ja mittlerweile, ich habe erst überlegt, ob sie vielleicht irgendwo einen Nebenjob machen soll, aber ich finde das mit dieser selbstständigen Schriftstellerkarriere eigentlich auch ganz interessant. Und Michael ist ja noch bei der Bundeswehr, Gustav ist ja in der Wirtschaft. Und dann läuft das soweit. Wir haben ja hier zwar noch zwei andere an der Backe, die wir durchfüttern müssen. Das ist so traurig. Oh. Ich hoffe, es schmeckt. Ich hoffe, sie hat gespült vorher. So, was war das? So, und jetzt bring doch mal dein Kind ins Bett. Jetzt nochmal auf die Toilette. Ja, ganz gute Idee. Jetzt bring mal dein Kind ins Bett. Ins Bett bringen. Ja, danach kannst du dann auch pennen. Wirklich. So, und extrem schlafen. Was auch immer. Aber eigentlich könnte er ja auch selber ins Bett fliegen, ne? Finde ich auch Frechheit, dass er das nicht macht. Okay. Ja, dann geht hier alles so seinen Gang. Aber wisst ihr was? Wir können ja hier nochmal. Hier, genau. Lassen wir nochmal den Kevin kurz aufwachen. Darüber muss ich bloggen, gemein sein. Ne, 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 ne. Jetzt wollte ich eigentlich. Hier kommt, die sind ja ein Pärchen, das gehört dazu. Techt. Na super. Wisst ihr was? Vergesst es einfach. Und nein, du sollst nicht aufstehen um Essen, sondern. Naja, gut, dann ist halt was. Nehmen wir halt einen Teller. Ich hoffe, danach legst du dich dann aber wieder ins Bett. Schlafen. Okay. Und dann haben wir eigentlich den Tag soweit auch erstmal hier erfolgreich hinter uns gebracht. Ja, morgen ist ja noch Sonntag. Der Michael hat dann ja immer noch. Der kann dann immer noch ein bisschen trainieren. Sie ist richtig gut gelaunt wieder. Ja, sie ist wahrscheinlich ein bisschen müde.
Was macht sie eigentlich schon wieder? Ja, leg ihn doch ins Bett. Oh, bist du blöd, ey. So. Macht's da einfach nicht, weißt du? Denn ist das auch nicht mein Problem. Dann ist das auch nicht mein Problem. Dann halte ich mich da mal raus. Wo will... Was? Jetzt gib's auf die Fresse. Jetzt gib's auf die Fresse. Und sie legt sich schon wieder schlafen. Sag mal, das ist echt die Traummutter des Jahres, ne? Gustav, dann leg du ihn doch mal ins Bett. Nicht füttern, sondern hierhin. Meine Güte nochmal. So, er geht wieder selbstständig. Wir wären doch bloß alle so selbstständig wie Michael, ha? Ach, da kommt man nicht hin? Ach, komm, ihr habt doch auch alle Probleme. Ihr habt doch auch alle Probleme. Ja, super. Und ich kann das Bett auch nicht umstellen. Meine Güte, so viel Stress jetzt noch. Ach. Ja, Entschuldigung, dann war das sogar mein Fehler. Dann nehme ich es zurück, Chantal, hast du alles richtig gemacht. So, jetzt aber bitte. Danke sehr. So, dann können wir jetzt auch eine kurze Pause machen. Dann machen wir morgen weiter. Ich spule schon mal so... Boah, es ist ja schon morgen früh, hä? Oh je, ist das bitter. Ja, dann haben wir ja quasi einen fliegenden Übergang, ne? Gut, dann mache ich hier ein kurzes Päuschen und morgen geht's dann hier weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid um 20 Uhr bei Sims 3. Bis dann, Leute. Tschüss.